Ich und ein paar andere YouTuber waren bei den Community Days bei Konami eingeladen und dort hatten wir die Möglichkeit, ein Interview zu führen. Und hier ist ein Teil des Interviews. Das Interview wurde quasi in mehrere Teile aufgeteilt. Wie gesagt, ein Teil kommt jetzt bei mir und am Ende des Videos verlinke ich euch noch die anderen Teile des Interviews. Bei den Fragen handelt es sich um Fragen, die man sich schon immer mal Konami stellen wollte oder auch um Fragen, wo man sagte, ja, wie steht Konami dazu einfach? Wir haben halt gefragt, hier sind die Antworten und hier im Bild seht ihr schon links, das ist der Michael einmal bei Konami und rechts, das ist einmal die Stephanie. Diese beiden arbeiten für Konami und beschäftigen sich halt explizit mit der Abteilung Yu-Gi-Oh! Konami bietet ja noch mehr an als nur Yu-Gi-Oh! Und das sind halt eben die Mitarbeiter für Konami Deutschland. Und wir fangen auch mit der ersten Frage an, und zwar, welche Turniere organisiert ihr? Alles bis inklusive deutsche Meisterschaft machen wir hier. Alles drüber, also Europameisterschaft, YCS etc. England. Okay. Und alles über Europameisterschaft, USA. Okay, aber ihr könnt theoretisch mit den Engländern reden, falls mal irgendwie ein YCS in Deutschland stattfindet. Wo es am besten passen könnte, oder? Ihr habt doch schon ein bisschen Erfahrung in der DM, dann sagt ihr, Bochum ist mal ein guter Platz zum Beispiel. okay, ich habe ihn mal empfohlen. Haben wir gemerkt. Die Frage ist jetzt, wir haben, wenn wir YCS haben, haben wir sie halt entweder im Westen, was halt irgendwo in Nordrhein-Westfalen ist, oder in Mainz, was Südwesten ist, oder wir haben sie im Osten, was in Berlin ist. Warum gibt es keinerlei Groß-Events im Norden, wie Hamburg oder Hannover, wo ich herkomme, oder halt zum Beispiel auch in Bayern wie in München? Das ist eigentlich ganz einfach beantwortet. Das ist nämlich der gleiche Grund, warum es da keine deutsche Meisterschaft gibt. Wir versuchen natürlich immer, das für möglichst viele Spieler zu eröffnen. Und ein Punkt ist halt gute Erreichbarkeit von überall her. Und der zweite Punkt ist die lokale Community vor Ort. So, und die lokale Community ist nun mal einfach am größten in NRW. Deswegen bietet sich das da immer an, weil da allein schon sehr viele Spieler einen kurzen Anreiseweg haben. Mitte ist auch mal gut, davon da haben alle den gleichen Anreiseweg. München ist halt für alle eigentlich, außer die Münchner, denkbar schlecht. Das ist der Hannover ist auch Hannover ist durchaus auch ein Kandidat für die Deutsche Meisterschaft 2019. Das ist doch ein Kandidat. Bei der YCS ist es sicherlich wieder, spielen andere Kriterien mit rein, eben die auch die europäische Erreichbarkeit gegenüber Deutschland, wo ich doch eher auf die lokale Erreichbarkeit plädiere. Aber da muss ich gerne dann an meine Kollegen in der Land verweisen, weil die machen. Genau, wir hatten nämlich 2015 die EM in Irland, die doch sehr kack besucht war, weil das doch schon weit weg war. Also waren ja nicht so viele Spieler da, als ich da war. Mag daran liegen, dass da auch der eine oder andere Ire mit dem Team ist. Okay. Vielleicht, weiß ich alles nicht. Klar. Wie viele Mitarbeiter bei Konami, die mit Yu-Gi-Oh! In Kontakt kommen, spielen selber aktiv das Spiel? Also ich weiß, dass viele spielen, wer jetzt wirklich echt Meta spielt, sind glaube ich nicht so viele. Liegt sicherlich auch daran, dass wir selber auf Turnieren ja gar nicht mitspielen. Von daher großartig Meta zu spielen, macht ja nur Sinn, wenn man viele Leute hat, mit denen man außerhalb Turnieren auch Meta spielen kann. Ich zum Beispiel bin hier der Einzige, also mein Meta spielt. Ja, der Einzige von zwei. Du spielst Meta. Nein, ich meine, du bist ja. Ja, gut, das Team mit Eschborn sind zwei. Ja. Und davon würden 50% Meta spielen. Das reicht nicht für ein Turnier. Das reicht nicht mal für ein Duell. In England sieht es anders aus. Die spielen halt auch im Büro, wenn neue Sets rauskommen und testen mal oder so. Das passiert schon. Wirklich Meta, glaube ich, ist es da auch nicht so viel. Aber ich glaube, das, was du meinst, ist, ob wir wirklich spielen, jetzt egal in welcher Höhe, würde ich mal sagen, ist es eher, dass die meisten auch spielen. Ja, also spielen ja, aber er hat ja gefragt, wie viele würden wirklich Meta spielen. Das würde ich vielleicht sagen, 5 bis 6 vielleicht. Und spielen insgesamt aber 10 bis 15, schätze ich. Jetzt ist halt die Frage, was ist die? Das ist die Gesamtgröße. Ja, ist klar. Das Doppelte wahrscheinlich. Ja, also ich würde sagen, also alle, die mit Yu-Gi-Oh! Zu tun haben, nehmen auch die Karten in die Hand eigentlich. Ja, klar. Aber da wir selber auf Turnieren nicht spielen, ist natürlich da die Motivation, irgendwie so Hardcore-Decks zu bauen, halt auch relativ klein, weil man ja gar keine Möglichkeiten hat, großartig zu spielen. Wird Yu-Gi-Oh! In Zukunft vielleicht in ein anderen Format gespielt? Also wird es andere Formate geben? Zum Beispiel das traditionelle Format? Also das Tradition-Format kommt immer mal wieder auf den Tisch. Und wir lassen es auch immer mal wieder so einfließen.
Aber das hauptsächlich unterstützte Format ist natürlich Advanced Constructed. Und das ist auch das Hauptformat, was weiter unterstützt wird. Set Rotation, nein. Ich glaube auch, dass das bei Yu-Gi-Oh! Nicht so sinnvoll wäre, weil die Sets einfach zu übergreifend ineinander sind. Also kommt ein neues Set raus, wird auf einmal ein altes Set wieder interessant und die Decks könnte man dann einfach alle nicht spielen, wenn man diese Sets eben nicht erlauben würde. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass vielleicht ja extra Turniere für Kinder cool wären. Was wollt ihr da machen? Dass vielleicht so Turniere extra nur für Kinder sind und welche halt eben nur für... Du meinst sowas wie ein Dragon Duel? So eine Art, genau. Gibt's auch. Aber häufiger, also vielleicht noch auf Regional sozusagen, dass die besseren Einzug haben. Also statt nur auf YCS oder so oder DM. Das gibt es tatsächlich schon auch. Das machen manche Stores tatsächlich schon. Und wir unterstützen das auch, wenn sie es machen. Die sagen, wir haben ein Turnier für Leute bis 16 oder so oder ein Turnier für Casuals oder wie auch immer man das da nimmt. Die Leute kennen ja ihre Kunden und sagen dann, nee, du spielst aber wenn dann ein Profi-Turnier mit, dass sie das halt splitten. Das kann aber nicht jeder Laden machen, weil nicht alle Läden haben so viele Spieler, dass man sagen kann, ich mache daraus zwei Turniere. Aber manche machen das tatsächlich. Also offiziell gibt es kein eigenes Turnierformat außer dem Dragon Duel für jüngere Spieler. Aber wie gesagt, manche Leute machen das und wir finden es auch gut, dass das so ist. Was wir auch noch haben, ist die Convention Tour, wo wir versuchen, möglichst flächendeckend durch Deutschland zu reisen, sowohl westlich, östlich, auch im Norden und auch in Süddeutschland unterwegs sind. Und da haben auch alle Casual-Turniere, Casual-Spieler und auch jüngere Spieler die Chance. Da sind relativ wenig jetzt wirklich Core-Player, ne? Vielleicht mal. Letzte Woche kommt der ein oder andere Core-Player mal dazu, aber grundsätzlich ist das auch eine Plattform für Casual-Spieler und jüngere Spieler. Sind in Zukunft Neuauflagen älterer Produkte geplant, wie zum Beispiel bei der Legendary Collection 2? Die Legendary Collection bietet sich sicherlich viel besser dafür an, als zum Beispiel Metal Raider oder so nochmal aufzulegen. Ich will das nicht gänzlich ausschließen, aber ist doch eher unwahrscheinlich. Also eher diese Boxen oder Collection-Sets, die einfach auch mehrere Sets umfassen, macht, glaube ich, mehr Sinn, da zu machen. Und so wie die Resonanzen von den Spielern sind, waren das ja auch genau die richtigen, die wir uns ausgesucht haben. Und die Nachfrage ist ja durchaus da. Wann tritt der Fall ein, dass eine Emergency-Liste notwendig ist? Der Emergency-Fall tritt dann ein, wenn man zum Beispiel, wie es eben bei den Pearls war, so ist, dass eigentlich gar kein anderes Deck mehr gespielt wird. Weil einfach alle, wirklich alle, nur noch das spielen. Und das macht ja auch niemandem Spaß, wenn das so ist. Dann gibt es natürlich, wenn die Leute sagen, ja, Konami macht die Bandlist nur, die wollen jetzt wieder Kohle machen. Aber letztlich hat auch keiner mehr Spaß auf Turnieren. Und wenn so ein Deck dann ein bisschen genervt wird, dann hat man auch wieder ein bisschen breiter gefächertes Meta. Wobei, was ist denn überhaupt zu breit gefächert? Gibt es nicht zu viele Decks manchmal, dass man sich gar nicht mehr auf den Zeitdeck darauf vorbereiten kann, sozusagen? Also wird das auch irgendwie ein bisschen... Macht es das nicht spannender? Wenn das ja, finde ich ja auch. Aber warum ist dann zum Beispiel noch Clifford Scout auf 1? Oder Schuhes! Also ein paar Karten, wo man sich dann fragt, so, ist das denn überhaupt noch gerechtfertigt? Und das würde ja vielleicht schon das Deck wieder ein bisschen spielbar machen. Ist die Goyo-Thematik, die haben ihn auf 3, die haben ihn auf 0, die hat er 0. Sowas. Also ja, ist das noch ein Punkt oder nicht? Oder? Ja, das, also ich glaube, dass oft der Fokus bei den Bandlists dann auch bestimmte Keycards sind, die wirklich dann wichtig sind, dass sie geändert werden. Kann durchaus sein, dass die eine oder andere Karte gar nicht in Betracht gezogen wird bei der Bandlist. Dass sie sagen, ja, die ist da drauf, dann lass die einfach mal. Beim nächsten Mal, wenn vielleicht kein Emergency ist, guckt man sich dann vielleicht die anderen Karten nochmal an und sagt, okay, komm, die machen wir wieder auf 2 oder so. Will ich nicht ausschließen, dass das bei der Karte auch nochmal wieder passiert. Und dann den Strater, sondern 5 Jahre vergessen auf der Band. Vielleicht. Vielleicht mögen wir den nicht, ich weiß es nicht. Soll in Zukunft mehr der Schwerpunkt auf Duel Links liegen? Oder soll vielleicht sogar Duel Links irgendwann mal das TCG ablösen? Nein, auf keinen Fall. Ich glaube, das schafft man ja auch gar nicht. Ne? Ich meine, letztendlich ist immer noch eure Entscheidung. Wollt ihr Duel Links spielen? Wollt ihr Speed Duel Links spielen? Bleibt ihr beim TCG? Spielt ihr Monopoly, ne? Oder spielt ihr, was weiß ich, Ball? Der Fokus ist definitiv weiterhin auf dem TCG. TCG.
Wir machen natürlich auch Aktivitäten für Duelings, aber das Ziel wird nicht sein, aus dem physischen TCG ein digitales zu machen. Also ich bin durch. Ja, ich bin durch. Ja. Dankeschön auf jeden Fall. Danke auch an euch. Hier nochmal einen Riesendank von mir an Konami. Danke, dass wir die Fragen stellen durften und dass wir vorbeikommen durften. Vielen Dank. Und ihr denkt euch sicherlich, ja, da sind noch ein paar Fragen offen, die ich noch gerne beantwortet haben möchte. Hier, wie gesagt, verlinkt sind jetzt alle anderen Teile des Interviews. Dort sind halt die meisten Fragen auf jeden Fall beantwortet worden. Schaut einfach vorbei bei den anderen vorbei. Und das war's von mir und ciao, ciao.